Good morning, Scum! Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher und mit unserem Böble und damit einen wunderschönen guten Morgen im Paradies. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Böble und ich, wir sind heute Nacht hier auf dem Dachgorgmeeren heftig diskutiert. Er möchte am liebsten zurück zur Base, möchte die Base aufbauen, möchte ein bisschen angeln gehen, einfach ganz gemütlich auch mal auf die Jagd gehen, Kochskills verbessern. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich hätte ja gerne ein Auto. Ich sag's viel zu wenig, wahrscheinlich weiß es die Hälfte von euch nicht. Ich bin auf der Suche nach einem Auto tatsächlich. Und Leute, ich muss da einen Haken dran kriegen. Ich hab's ja schon immer gesagt, auch vor Monaten und Jahren schon. Ich spiele das alles hier so, wie ich es machen würde, wärt ihr nicht da. Ja, das ist einfach so meine Art. Und wenn ich mich auf was festgebissen habe, dann ist es so. Jetzt ist es aber auch tatsächlich bei mir an einem Punkt angekommen, wo wirklich ein Haken dran muss, weil wir die ganzen Aspekte, die Scum zu bieten hat, ja gar nicht wahrnehmen. Ich erlaube mir jetzt heute und morgen zwei Folgen, heute und morgen das Thema an den Punkt zu bringen, wo ich damit abschließen kann. Abschließen heißt, entweder habe ich dann das Auto, ich habe nämlich eine Idee, oder wir haben es nicht und dann passiert es halt irgendwann und wir kümmern uns um die anderen Dinge. Ja, also heute und morgen nochmal gemeinsam durchbeißen, das ziehen wir durch, Leute. Ich habe einen Plan, ich habe mir drei Zettel aufgeschrieben, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir sind momentan hier. Ja, und wenn ich alles Revue passieren lasse, dann war die beste Chance, die mir noch in Erinnerung ist, ihr habt bestimmt viel mehr gesehen beim Zuschauen, ich sehe immer nur einen Teil, weil ich am Schwallern bin, dann übersiehst du viel, und was mir in Erinnerung ist, würde ich jetzt eine Fee haben und dann würde ich zu der Fee sagen, ich wünsche mir jetzt alle Optionen, die ich hatte, die ich noch weiß, auf dieses Dach hätte ich das Auto. Hier oben sind wir damals abgesprungen, kamen runter. Da stand ein Auto mit Motor, drei Reifen. Ein paar Meter nebendran war eins mit dem vierten Reifen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt den Sitz, den Fahrersitz, der oben fehlt. Ja, wir müssen uns theoretisch nur eine Batterie kaufen. Jo, wir müssen uns eigentlich nur eine Batterie kaufen, den Fahrersitz hochschleifen, dann könnte ich losfahren. Ob eine Lichtmaschine drin ist, weiß ich nicht mehr. Und was mich jetzt zu diesem Punkt bringt, an dem wir heute sind und warum ich diese zwei Folgen brauche, ein paar haben geschrieben, in den Einstellungen, wenn du die nicht verändert hast, ist es so, dass tatsächlich höchstens 5 Autos mit einem Motor auf der Map verteilt sind. Ja, also die Chance, eins zu finden, ist tatsächlich so, wie sich es abbildet, bei uns sehr, sehr gering. Jetzt pass auf, mein Plan. Wir gehen jetzt zur Kiste, die wir hier stehen haben. Ich glaube, da war ein Autoreparaturkit. Das brauche ich wahrscheinlich. Ich räume alles aus, nehme das Reparaturkit, fahre mit dem Fahrrad hoch, hierhin. Nehme mir hier unser Polizeiloot, ja, die Handfeuerwaffen und die Magazine und alles, was da irgendwie angefallen ist, und fahre damit zum Händler. Mache aber vorher einen Bogen an der Base, nehme den Wagenheber mit, das Boot und eine Kiste, kauf mir hier eine Batterie und tank das Boot dann hier drüben auf, ja, und fahr dann mit dem Boot hier rein, hol mir den Fahrersitz hier ab und fahr dann hier mit dem Boot hoch, lauf mit der Kiste rüber, wir bauen das Auto zusammen und fahren heim. So. Diejenigen, die Scum kennen, wissen, was da jetzt vor mir liegt, wenn ich das in zwei Folgen haben will. Aber ihr kennt mich, die ein oder andere Blende ist immer drin. Zwei Folgen deswegen, weil ich tatsächlich momentan viel um die Ohren habe. Das heißt, ich muss zwischen der einen und der anderen Folge auch ein bisschen was anderes machen. Kriegen wir aber hin. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Kann auch sein, unterwegs vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Falls nicht, ist das mein Plan. Und wenn ich dann da oben in der Stadt bin und irgendwas nicht passt, ja, verspreche ich, ich höre auf mit dem Thema, ich bringe uns eine Folge später wieder nach Hause und dann machen wir ganz normal weiter mit unserem Leben. Ich versuche es jedenfalls, ja, weil ich bin schon sehr, sehr verbissen, was das jetzt angeht, das hat man ja mitgekriegt. Wir haben aber dafür immerhin den ein oder anderen Spot mal gesehen, ne? Nee, Bömbi, nimm doch deine Keule. Der Bömbi hat auch gesagt, Digga, lass dir jetzt irgendwas einfallen, egal was, aber tu mir nur diesen einen Gefallen, lass mich demnächst mal wieder gechillt weitermachen hier. Der Spot ist noch nicht ganz gestorben für mich. Da fahren wir irgendwann dann mit dem Auto runter. Besorgen uns mal richtig viel Konserven. Hast du gut gemacht. Dann einmal hier mit dem Bogen wieder. So. Der war nix. Der war leider auch nix. Digga, mit dir habe ich diskutiert die ganze Nacht. Als wärst du der Chef hier im Ring. Okay. Hab verstanden. Der war leider auch nix. Der auch nicht. Der auch nicht. Oh Leute. Ist ganz gut, dass ich heute vorhab, Fahrrad zu fahren. Guck mal, wie schlecht das Zielwasser ist und wie...
Was war denn das jetzt, Böble? Ich würde ja sagen, das war, weil der hier an der Schräge stand, ne? Brauchst du noch Pfeile oder kann ich dich so? Ey, wir brauchen auch den Taschenplatz. Ich habe mir sogar rausgerechnet, ob das mit dem Taschenplatz möglich ist, Leute. Was ich heute vorhab. Wenn man es natürlich heute schon. Aber hier ist das Reparaturkit. Hä, haben wir dann zwei? Weil das weiß ich nicht. Wenn ich hochkomme und das Auto ist kaputt, müssen wir es reparieren. Und dann gibt es ja noch das Reifenreparaturkit. Da haben wir, glaube ich, eins an der Base. Also ich habe hier wirklich akribisch diesen Plan zusammengesetzt und hoffe, dass er aufgeht. Weil dann fangen wir erst an. Dann können wir ganz gemütlich rumzuckeln. Wir können machen, was wir wollen dann. Mein erster Plan war, dass ich den Schubkarren, den wir zwischen hier und dem Polizeiloot haben, noch mitnehme. Aber das lasse ich mal. Ich fahre auch nicht mit dem Schubkarren über die Map. Ich werde das Boot nehmen, weil wir haben ganz viele Tankstellen zwischen hier und der Stadt oben, wo ich mit dem Boot tanken kann. Und wenn das hinhaut, bämse ich es hier. Ne, also guckt euch nochmal an. Diesen Fahrersitz will ich mitnehmen. Diesen Fahrersitz hier drin. Ich hoffe natürlich. Also es kann natürlich auch sein, ich komme oben an und das Auto ist nicht mehr da. Aber so lange sind wir in-game noch nicht unterwegs. Müsste theoretisch hinhauen. Wie gut, dass die Theorie und die Praxis so stark verwandt sind miteinander, ne? Es wäre natürlich eine zweite Option, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, aber mir reicht es langsam auch. Und ich habe das jetzt so verankert. Muss ganz ehrlich gestehen, so ein kleines bisschen habe ich die Idee schon länger, aber ich will ja die ganze Zeit eher ein kleines Auto suchen. Was natürlich doof ist, wieso sollte man nicht das Große nehmen? Dann muss ich einfach einen Lootjob mehr machen, dann kann ich es auch immer betanken, weißt du? So, pass auf. Machen wir jetzt heute. Das ist jetzt einfach unser Plan. Und wenn der nicht aufgeht, dann lasse ich das Leben wieder lockerer angehen. So ist es auf jeden Fall gedacht. Siehst du, die zwei würde ich jetzt mal mitnehmen. Ja? Das heißt, ich schmeiße jetzt hier alles raus. Auch das Hühnchen. Ich schmeiße jetzt hier alles raus, weil das können wir nämlich dann gemütlich einsammeln. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit für die Verpflegung. Das schmeiße ich auch raus. So ein Hühnchen finden wir wieder mal. Was ich mitnehmen muss, ist meine Karte. Ne? Da darf ich jetzt nicht Abstriche machen. Die muss mit. Das Messer lasse ich erstmal drin. Das kann ich ja dann rausschmeißen. Die hier brauche ich. Das hier brauche ich. Hier ist jetzt nichts, was ich sage, was ich zum Händler gebe. Ne? So, Leute. Ne, also der Weg ist klar. Ich hole jetzt den Loot von der Polizei. Fahre dann mit dem Fahrrad zur Base. Ich hole euch natürlich immer wieder an den entsprechenden Spots rein, die jetzt wichtig sind für diese Reise. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns oben beim Polizeiloot, dann wieder an der Base, dann mit dem Boot unterwegs zum Händler verkaufen. Denn die Batterie kostet um die 13, 1400. Batterie kostet um die 13, 1400 und ich überlege gerade, warte mal geschwind, kriege ich das? Ich muss mal kurz was probieren. Hier würde ich einen Kanister mit Sprit reinkriegen, ne? Hier vom Gewicht her die Geschichte. Hier vom Gewicht her die. Im Moment jedenfalls. Da muss ich die Batterie noch unterbringen und den Wagenheber. Ey, wäre es dann nicht cool, dann spare ich mir die 300-400 Glötze, wenn ich nochmal an der Tanke vorbeifahre geschwind und den Benzinkanister mitnehme. Das war, glaube ich, zwischen hier und hier ist die Tanke. Da war der Benzinkanister, den wir uns merken wollten. Und dann rüber. Aber dann muss ich die Waffen einladen. Die muss ich erst verkaufen. Nee, ich kaufe mir einen Benzinkanister. Das kriegen wir vom Geld her hin. So, Leute, wir sehen uns jetzt beim Polizeiloot wieder. Erste kleine Einblendung. Schön, dass ihr noch da seid. Ich muss so lachen, als ich gerade drüber nachgedacht habe. Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich das Auto will. Ich weiß schon, ich weiß schon. Guck mal, ich bin jetzt doch hier rüber gefahren, nicht diesen Weg, weil die Strecke kennen wir natürlich noch nicht. Vielleicht findet sich hier tatsächlich noch irgendwas, wo Scum sagt, hey, er ist bereit, sein Leben zu geben, zu rudern über die komplette Map. Gib ihm doch mal ein kleines bisschen ein Zuckerle. Das heißt, wenn wir jetzt auf dem Weg hoch zum Polizeiloot irgendwas sehen, weil das eine neue Straße ist, hole ich euch selbstverständlich dazu. Ne? Ich dachte, ich sage euch da mal kurz Bescheid, dass ich jetzt diesen Weg hier hochfahre und von hier aus dann wieder runter zur Base. Ne? Also sobald irgendwo ein Spot kommt, eine kleine Siedlung, wo vielleicht Garagen sind oder so, schnappe ich mir der Bömble und gucke natürlich da durch. Wenn irgendwelche Autos stehen, mache ich natürlich die Haube vorne auf und gucke rein. Am liebsten hätte ich tatsächlich die Leica. Das große Auto mag sein, dass es
Ja, wird auch zum Bömble passen, aber ich wisst ja, ich fahre gern Traktor, ich fahre gern kleine Schrottautos, das macht mir Laune wie Sau, ne? So, hier brauche ich jetzt im Moment nichts. Dann bin ich mal gespannt, ob überhaupt ein Spot kommt oder ob wir uns tatsächlich erst beim Polizeiloot treffen. Ich muss sagen, mit dem Fahrrad geht es absolut gut, Leute. Es geht absolut gut. Hier, so sieht es momentan aus, ne, wo ich rumfahre. Da ist jetzt nichts Aufregendes oder so, aber ich werde versuchen, ein bisschen was für ihn zu finden. Ich habe zwar noch die Feldflasche. Ja, die brauchst du ja nicht unbedingt. Obwohl, die könnte man vielleicht auch beim Händler verchecken, weil ich weiß nicht, ob der Polizeiloot reicht, ne? Ist jetzt nicht wahr, oder? Ist ja jetzt nicht wahr. Ja, die bringt ja mit Sicherheit Knete, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt bereit, alles zu verchecken. Weil den Loot kriegen wir wieder. Denk an, du hast jetzt keine Nahkampfwaffe ausgerüstet gerade. Ja, aber dann geh doch hier fertig gucken, da ist doch bestimmt. Ich wollte eigentlich die Fässer hauptsächlich machen wegen Weintrauben, aber da war jetzt nichts, ne? Das kannst du liegen lassen. Hier ist der Hammer. Ist zwar nichts, was wir jetzt brauchen können, aber ist der Hammer halt einfach. Hätte ja sein können. Ne? Deswegen ist es schon ganz recht, wenn wir da ganz kurz ab und zu mal kleine Abstopper machen. Deswegen habe ich auch zwei Folgen veranschlagt. Gut, aber das, was ich eigentlich wollte, gab es jetzt hier nicht. Dafür ein Gewehr, das bringt uns mit Sicherheit nochmal die Knete. Weil die kostet bestimmt 14. Die kostet bestimmt 14. Und ich glaube, so ein Spritkanister, wenn ich mir da noch mitnehme, kostet auch noch mal bestimmt 300, 400. Brauchen wir sonst noch was? Es ist halt nur eine, gell? Tu mir mal gefallen, leg mal das Gewehr für einen Moment raus. Nimm deinen Knüppel. Weil diese kleinen Ansammlungen an Zombies, die brauchst du ja nicht unbedingt. Auch habe ich geguckt übrigens, wir brauchen super viel Taschenplatz. Wegen Gewicht und alles muss man da genauer gucken. Und müsste. Alter, ist Geld nicht erkannt hier. Müsste aufgehen. Mein Plan. So, ich fahre weiter. Sollte ich wieder irgendwo vorbeikommen, wo ich so eine Siedlung sehe. Gucke ich kurz rein. Wenn irgendwo ein Auto steht, wo der Deckel unten ist, machen wir gemeinsam auf, ne? Wir sind gleich da. Eine Siedlung ist es noch. Hier kommt aber schon wieder ein kleines Anwesen. Ich dachte, da fahren wir mal gemeinsam kurz vorbei. Und dann sind es nur noch ein paar Meter. Da steht ein Schubkarre. Gut, aber der Schubkarre juckt uns nicht und die Zombies auch nicht. Ich fahre mal an dem einfach vorbei. Berghoch ist vielleicht nicht so cool. Gesehen hat er mich. Ich habe aber noch Energie. Er auch. Da oben müsste jetzt jeden Moment gleich dieser Kiste stehen mit dem Polizeiloot. Ne? Wir sind jetzt hier. Er rennt schneller wie wir. Das Gute ist mit der Ausdauer auf dem Fahrrad, wenn du dann kurz runter gehst vom Treppeln, dass er sich ziemlich schnell wieder hoch regeneriert. Ne? Also das verbraucht die Ausdauer anders. Das ist so eine vorübergehende Ding. Also gerade jetzt hier so berghoch, da mache ich eigentlich immer nur so zwei, drei Treppler. Lass klingen, wenn nicht gerade ein Zombie hinter mir her ist. Lass es immer eins höher ticken. Und dann bist du auch ruckzuck wieder auf deinem Wert, ne? So, da ist die Siedlung. Wir sind rechts außen, glaube ich, gewesen. Oder? Ja, wir waren oben rechts. Müssen wir aufpassen wegen Spawn hier. Ich bin mal gespannt, ob das halt alles insgesamt genug Geld bringt. Ich würde auch daheim nochmal durchgucken. Das ein oder andere ist da bestimmt auch noch. Ey, das mit dem Fahrrad ist so eine Erleichterung. Unglaublich, hätte ich nie gedacht. Das ist einfach viel, viel angenehmer. Jetzt weiß ich nicht mehr, war das hier ums Eck? War es hier ums Eck oder noch eins weiter hoch? Ich glaube, eins weiter hoch, gell? Ja, sonst müsste hier die Kiste. Ne, da steht sie. Bömple, guter Mann. Bester Mann. So, Leute. Großer Moment. Wie gesagt, in der Kiste haben wir unten ein Reparaturkit. Also die habe ich jetzt mitgenommen. Ja, dann kann ich sie gleich ins Boot verladen. Ah, so weit habe ich nicht gedacht. Frierst du? Hier, die da. Würde ich jetzt ausnahmsweise halt verkaufen, ne? Ei, so weit habe ich nicht gedacht.
Ich kriege ja die Waffen jetzt gar nicht einfach hier so rein, ne? Das muss ich erstmal überlegen, wie ich das anstelle. Vielleicht doch den Schubkarren mitnehmen? Und hier passt es schon nicht mehr rein. Hier auch nicht. Warte, ich muss gucken, ob ein Zombie irgendwo ist. Ja, ist ziemlich windig, der Fredderbombi. Also die darf ich auf keinen Fall hergeben. Das Messer brauche ich nicht unbedingt, wenn ich jetzt unterwegs bin. Stiefel packen nur ein halbes Kilo. Dann machen wir das mal in der Stiefel. Und das machen wir auch in der Stiefel. Hier können nur 2 Kilo rein. Dann muss ich das so machen. Und dann vielleicht so. Dann haben wir hier 1,5 Kilo. Die Gasmaske weiß nicht, was sie bringt, ne? Ich glaube, aber die Handfeuerwaffen bringen mehr. Dann haben wir das. Er hat sogar Vereisungsding oben. Die Maske brachte immer einiges an Geld. Das Magazin nehme ich mit. Das kriege ich schon nicht mehr rein hier. Die Stiefel würde ich dann hier lassen. Ich weiß nicht, was der Helm bringt. Könnte mir aber vorstellen, wenn wir das hier mit in den Verkauf nehmen, was wir jetzt hier haben. Die Munition würde ich nicht unbedingt. Also ich kann ja eine Gasmaske aufziehen. Welche hatten noch mehr? Die da. So, und wir behalten unsere alte Waffe. Munition verkaufe ich jetzt nicht. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das, was ich jetzt eingeladen habe, müsste uns das bringen, was ich mir erhoffe. So Leute, jetzt fahre ich nach Hause, da kommt der nächste Move, wenn ich dann da bin, ne? Mittlerweile regnet es, gewittert es, unser Böbble ist am Ende seiner Kräfte, Hunger und Durst, aber wir sind gleich hier. Ich muss jetzt aber genau gucken, ich glaube, ich habe das Ding ausgeschaltet, ne? Aber Gott sei Dank erkennen wir unseren Baseplatz ganz gut am gegenüberliegenden Bunker. Hier muss ich, glaube ich, runter. Hier muss ich, glaube ich, rein, ja, da unten sehe ich schon was. Jo. Bambi, hast du gut gemacht. Sogar, Entschuldigung, dein Fahrrad ist noch gut. Ich habe meine Feldflasche nicht mitgenommen, ne? So, was jetzt halt der größte Vorteil ist, ich habe da verschiedene Optionen nämlich in Erwägung gezogen, aber diese Option war, dass wir uns das Fahrrad erhalten. So, wir wissen, dass hier kein Sprit drin ist, ne? Boot ist aber noch ganz gut. Ich habe hier den Wagenheber, unsere Tablette, das lasse ich jetzt auch mal drin. Das lasse ich jetzt ebenfalls hier. Ich muss mir mal ganz kurz da oben ein Messer rausholen. Dann esse ich erstmal so 2, 3 Fischbüchsen. So, Bambi, das kriegen wir hin. Die Frage ist nur... Alter, guck dir das an. Hast du noch ein Messer irgendwo? Den Hammer könnte man theoretisch auch verkaufen. Ich meine, die Wolfswagen-Lichtmaschine. Aber ich habe so das blöde Gefühl, wenn es schief geht, wird das genau die sein, die ich dann gern hätte. Hier ist noch das Nachtsichtgerät, da können wir vercheckern. Hier ist ein Dosenöffner, nimmst du den. Nimmst du den, legst du raus, dann machst du einmal hier in die Hände nehmen und öffnen. So Leute, ich stärke mich jetzt hier. Das mal auf jeden Fall. Die öffne ich dann auch gleich. Hast du den? Irgendwie. Den hast du in die Hände und die will ich noch öffnen. Ah, die ist offen. Gut, eine war da, die war schon offen. Die 3 Dosen esse ich jetzt, die 2 Trauben. Und dann probiere ich jetzt mal was. Das muss ich nämlich jetzt tatsächlich selber erst checken. Kann ich hier raus trinken? Oder ist das nicht gut? Okay, er kann nur füllen. Aber wir haben ja da oben bestimmt Wasserflaschen, ne? Leute, einen ganz großen Teil von dem, was wir machen wollen, ist jetzt schon erledigt, ne? In die Hände nehmen. Hat er die Dose jetzt nicht aufgemacht? Ich blick's gerade nicht. Hat er wieder irgendwas über dem Gesicht, gell? Ich hält. So, jetzt. Also, jetzt räume ich das alles ein. Und dann muss ich erstmal rudern. Aber das werden wir heute noch machen. Wir rudern zum Händler, verkaufen die ganzen Geschichten. Sodass wir am Ende der Folge heute wissen, reicht die Kohle. Beziehungsweise am Ende der Folge wäre das Ziel, im Boot eine Batterie zu haben. Die Reparaturkits, den Wagenheber, ich muss gerade mal meine Liste kurz gucken, Batterie und Sprit. Sprit.
Das wäre das nächste Ziel. So, und da habe ich jetzt überlegt, dass ich hier eine Kiste reinbaue. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben eine Kiste, wo wir den Autositz mitnehmen. Ne? Das heißt, ich räume jetzt das hier mal kurz alles ein. Dann habe ich nämlich gleich hier wieder ein bisschen frei. Das kommt hier rein. Ey, das geht auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Ich muss hier mal kurz reingucken, ob die noch was... Nee. Und die war halt noch ziemlich frisch, ne? Die kommt auch weg. Das kommt weg. So, dann ruhe ich uns jetzt zum Helden davor, weil ich habe hier ja keinen Sprit. Für uns ganz wichtig, das muss ich mal ganz kurz hier rausräumen, dass wir das nachher nicht irgendwie liegen lassen. Das ist die einzige Kohle, die ich noch habe zum Aufladen. Na gut, das ist nicht viel. Essen. Naja, dann ruder ich jetzt schön zum Händler rum. Ich könnte auch den Weg hochrudern, aber irgendwie habe ich vor, halt unterwegs ständig zu tanken, weißt du. Vielleicht machen wir in dieser Einsiedlung, wo wir mal gewohnt haben, außerhalb mit dieser fertigen Blockhütte, vielleicht machen wir da die Polizei mit und verkaufen auf dem Weg hoch nochmal beim Händler. Dann haben wir auch Geld genug, um zurückzufahren zum Tanken, ne? So als Idee. Warum nicht? Hier, das da wollte ich auch da reinpacken. Dann kommt das wieder hier drauf. Pfeile haben wir noch ein paar. Bub. Hier ist auch noch ein bisschen Knete. Die kannst du ja mal hier aufbauen. Den Kompass gebe ich auf keinen Fall her. Das Tütchen hier räume ich raus. Alles klar, dann sehen wir uns als nächstes wieder beim Abverkauf. Das sind dann die Momente, wo man sich solche Ideen nochmal überlegt. Ne? Ich bin jetzt gerade mal hier, Leute. Aber... Bis davor schaffe ich es jetzt auch noch irgendwie. Kommt gleich ein kleiner Spot, wo wir vielleicht kurz aussteigen, ein bisschen die Beine vertreten, looten. Und dann paddel ich den Rest hinter, dann verkaufen wir die Sachen und ich muss was zum Essen besorgen. Vielleicht finden wir hier ein bisschen Angelzubehör, ich weiß es nicht. Kurze Zeit habe ich auch ein ganz kleines bisschen gehofft, vielleicht finden wir ein Boot, wo noch Benzin drin ist. Da würde ich nämlich gerade umladen. So, Bömpi, schauen wir wenigstens mal. Ein Boot liegt da hinten, aber keins, das wir bedienen können, ne? So, da oben war, glaube ich, auch noch mal was. Vielleicht machen wir den Spot gleich ein bisschen mit, weil ich werde, wie gesagt, heute gerade bis zum Händler die Geschichte machen. Also jetzt hast du alles ausgezogen, weil dir so warm war. Ja, es ist nicht so geil. Das hast du gut gemacht. So, das tust du alles mal rein. Passt nicht mehr. Klar, passt nicht mehr. Hier kannst du aber die Lichtmaschine noch reinballern. Das geht schon, Bömble. Du musst jetzt nur hier einmal ganz kurz das alles ein bisschen besser legen. Dann hast du das hier weg. Die passt eventuell. Ne, die passt nicht mehr. Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen Platz. Heb dich. Du weißt nie, wann er zu schwer ist. Weißt du, wenn er so eine Lichtmaschine einstecken hat, kann er auch mal untergehen. Ey, da liegt auch ein Frack. Ne? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ein kleines natürlich nur. So, das hast du hier verdient. Ich wünsche dir nochmal ganz viel Glück, dass da oben was zum Essen ist. Naja, ein Frack kann man es ja fast nicht nennen, ne? Was haben wir? Metallrohr. Lass uns mal kurz da hochgehen. Da war auf jeden Fall, da kann ja auch ein Auto stehen übrigens da oben, ne? Also die Chancen sollte man jetzt nicht einfach vertun. Nur weil wir einen Plan haben. Wenn jetzt hier was Fertiges stünde, wäre es ja blöd weiterzumachen, ne? Mit dem Plan. Dafür ist Kamm halt einfach prädestiniert. Da muss man einfach auch mal von seinen Plänen abweichen. Waren da Treppchen nach oben? Ich glaube, ne? Jo, aber das funktioniert. Ich meine, ein richtig kritisches Stückchen Weg liegt vor mir. Und zwar, warte, wenn das alles so klappt, wie ich es will, dann werden wir irgendwann hier oben sein. Und dann muss ich von hier rüber kommen mit einer Kiste auf dem Buckel. Das wird mein Ausdauermeisterwerksstückchen hier in dieser Staffel. Weil das ist schon, der läuft ja dann nur so, ne, mit der Kiste. Ha, guck mal, wieder Hühnchen. Wie viele Hühner haben denn die bitte jetzt mittlerweile hier? Weil wir laufen nebendran, da kriegst du Gehirnerschütterung mit der Treppe hier. Und denk dran, da oben können auch welche hier rumstehen. Zack. Kaum ausgesprochen, oder? Kannst du liegen lassen, das waren nur zwei. Problem ist, ich habe mal wieder keinen Kopfhörer an, keinen zweiten, ne? Guckt ihr das an, da steht der Auto, Leute. Habt ihr dasselbe Gefühl wie ich, dass da ein Motor drin ist?
Da ist ein Motor drin, ich wette, weil es meine Pläne jetzt durchkreuzt. Oh, danke, Scam. Das erste Mal, dass ich jetzt glücklich bin, dass kein Motor drin ist. Tatsächlich. Ich könnte theoretisch hier die Ersatzteile vom Auto abschrauben, dann reicht es vom Geld her auf jeden Fall, ne? Da müsste ich jetzt aber nochmal ans Boot. Na, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich mache. Du brauchst aber, glaube ich, ne, du musst nicht ans Boot. Die Reifen kannst du nicht abmontieren, aber wenn sie eine Stoßstange hat, wenn er eine Stoßstange hat, müsste es gehen. Ich weiß nicht, was die bringen beim Handy. Wir gucken uns das Auto gleich nochmal an. Warte mal, war das so ein Spiegel? Ne. Also ja, aber nicht so ein, wie ich looten wollte. Okay, das waren offensichtlich nur Klos. Ich habe da mehr in Erinnerung gehabt hier, was den Spot angeht. Ob da auf der Brücke auch fertige Autos sein könnten? Möglich schon, ne? Also wenn ich die... Wir gucken mal ganz kurz, ob ich da was abbauen kann, ja? Ja. Guck mal. Ich meine, das hat 100%, da kriege ich auf jeden Fall Geld dafür, ne? Hajo? Bei der Stoßstange ist eher das Problem, dass ich sie nirgends reinkriege hier, ne? Ja, aber Leute, das bringt auf jeden Fall schon mal Geld. Ich lasse die Stoßstange hier. Das ist ein Schwimmer. Das packe ich hier rein. Ich nehme sie jetzt mal in die Hand. Wenn ich es irgendwie hinkriege, packe ich sie unten mit rein. Ja, das bringt ja bestimmt schon allein 1.000-2.000. Da haben wir schon mal die Batterie auf jeden Fall sicher. Kannst du eigentlich mit der Stoßstange ausschlagen? Nee. Das wäre so ein bisschen wie der Forest Boss, ne? Mit dem Hubschrauber in der Hand. Ja, super. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Waffen, die wir verchecken können. Wie gesagt, die holen wir uns jederzeit wieder. Einfach dann irgendwann, wenn das mit dem Auto geklappt hat, Polizei anfahren und sagen, komm, heute machen wir mal ein, zwei Polizeistationen. Wobei, dann geht es für uns natürlich auch an die Militärstützpunkte und so weiter. Ich glaube, meine erste große Reise, wenn wir dann von der Base das erste Mal wegfahren mit dem Auto, wird die Käserei. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du mit dem Boot näher ran musst oder ob das hinhaut. Schade, dass man hier nicht tanken kann. Das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. Weil jetzt kommt das längste Stück, aber das paddle ich uns. Das ist mir egal, das kriege ich hin. Rumtauchen tue ich jetzt nicht. Du tust mir jetzt einfach mal einen Gefallen. Du legst die da vorne hin. Leg die mal hier hin. So. Jetzt bist du ein bisschen schwerer als vorhin, also mit einem guten Satz ins Auto, ins Boot kopft. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. So, und ab dafür. Ist das da vorne ein Wassereffekt am Strand oder backt da ein Zombie? Stopp. Bambi. Ich will sie wenigstens versuchen mitzunehmen. Das war so die Idee. Gut. Schade. Ach so, richtig. Das war ja auch schon voll geballert, das Ding. Ich guck gerade. Ah ne, dann lasse ich die Stoßstange jetzt einfach hier. Weiß nicht, ob man die Sachen so aufs Boot legen kann und die dann mitziehen oder ob die dann stecken bleiben. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon mehr rausgeholt haben, als ich gedacht habe. So Leute, ich paddel. Ist fast bei uns daheim auf der Base niedergegangen. Ich paddel das Stück vor. Wenn ich beim Händler anlege, hole ich euch dazu. Beziehungsweise ich richte dann gleich die erste Verkaufsrunde. Das wir heute noch gemeinsam verkaufen. Und dann gönne ich dem Bömpler auch hinten nochmal essen, glaube ich. Unglaubliches spielt sich ab. Ich bin fast beim Händler. Es ist der Wahnsinn, was das für ein langer Weg ist, mit dem Boot zu rudern. Aber der Bömpler hat es geschafft. Er ist aber kurz vorm Verhungern. Er hat nichts mehr zum Essen. Hat saumäßig Hunger, der Gute. Und ich lege jetzt hier an. Und lauf dann die paar Meter da hoch, oder? Es ist doch die Base vom
Handy. Und dann gucken wir mal, dass wir ihm auch noch was zum Essen bringen. Und ich habe schon ein bisschen Zeug eingeräumt, was wir verkaufen können. Ein Teil bleibt noch im Boot. Und dann schauen wir einfach mal. Bömbi, du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Dann hole ich da oben den Spritkanister, wenn wir genug Knete zusammenkriegen heute. Und würde dann auch da drüben komplett voll tanken. Und dann machst du die nächsten paar Meter wieder ohne. So Leute, gehen wir erstmal hier raus. Ja, bis jetzt läuft es ja nach Plan. Das Einzige, was ich vergessen habe tatsächlich, ist das Reifenreparaturset. Und das Reifenreparaturset habe ich vergessen. Wenn wir halt oben ankommen und die Reifen sind irgendwie alle im Arsch, dann haben wir ein Problem, ne? Ey, du musst dann ganz genau gucken, ja? Hier liegt überall Zeugs rum noch. Gut, jetzt heute nicht, aber lass mal kurz bei ihmchen gucken, aber ich glaube nicht, dass der irgendwas für uns hat. Wie Motorboote. Ach, Boote sind es. Ja, aber davon brauchen wir ja nichts. Und zum Verkaufen für ihn habe ich, glaube ich, nichts. Ich sehe jedenfalls nichts. Digga, ich brauche von dir nichts tatsächlich. Ich benötige eher. Ich glaube, zum Waffenhändler sollte man hauptsächlich, ne? Ich muss meinen zweiten Kopfhörer aufziehen. Das ist total ungewohnt. Bei Scam ist es komplett ungewohnt, wenn ich nur einen Kopfhörer auf habe. Digga, ich glaube. Ja, lauf weiter, du wirst wissen, wo es hingeht. Du kennst dich hier doch besser aus als ich. Warm. Jetzt geht auch schon das Leben langsam runter, weil wir am Verhungern sind. Ja, dann gönne ich dir jetzt als allererstes mal was zum Essen, glaube ich. Ich überlege gerade, was ich dir geben soll. Wie wäre es denn erstmal mit einer Banane? Da ist Kalzium drin, die macht so ein ganz kleines bisschen den Magen voll. Ich kann dir nicht zu viel kaufen, sonst reicht vielleicht die Knete nicht für meine Aktion, weißt du? Was sagst du? Was bringt mir ein Auto? Was bringt mir ein Auto, wenn das nicht klappt? Hast du auch wieder recht. Jetzt schauen wir erstmal, was die Wagenersatzteile da bringen. Hi. Ja, ist cool, ne? Alleine, diese Lichter bringen uns schon Tausender. Das ist natürlich ziemlich geil. Ansonsten sehe ich jetzt hier, doch da ist es. Krass. Ach, ich hätte auch hier, ne? Bargeld. Ja, ist egal, dann zahle ich halt nochmal. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Knete, Bömbe. Und es wird noch mehr. Das heißt, ich kann direkt eigentlich vom Konto auch zahlen. Ne? Da brauche ich das mit dem Bargeld nicht immer irgendwie machen. Hi. So, pass mal auf. Für dich habe ich die Schläppchen, habe ich mal überlegt. Die Maske. Wenn ich es so mache. Ah, ich dachte, ich kann umschalten, ne? Ah, doch, er hat es umgeschalten. Braucht es einfach ein bisschen? Ne, du musst nur ganz genau rein. Ja, ist ja cool. Dann mache ich es in Zukunft so. Stingerle, folgende Idee. Ich bräuchte, ich hole mir hinten ein MRE-Package beim Händler, glaube ich. Aber von ihm könnte ich mir vorstellen, dass wir uns geschwind zwei Bananen kaufen. Und vielleicht hat er noch. War doch der Mann mit dem Käse, oder? Warst du nicht der mit dem Käse? Dann gehe ich ins Salon. Na, ja, der tut das Zeug. Bömbi, jetzt hau erstmal die Banane rein, die erste. Zieh das Ding ab. So. Langsam. Guck mal, ob der Mechaniker die Motorhaube braucht. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Hol ich die beim. Okay, der erste Prozent geht schon in den Magen. Guck mal, Digga, wie wär's denn hier mit dieser Haube? Die willst du nicht. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. So, zweite Banane. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Geldmäßig habe ich das Gefühl, wenn wir es hinkriegen. Weil ich habe ja die guten Sachen alle noch im Böckle. Ne? Wir haben ja noch gar nicht wirklich viel verkauft. Jetzt mache ich das mal ganz kurz hier klar. Gehe kurz da rein, hole mir noch den Käse, den billigen. 200 kosten die, wenn ich zwei kaufe. Ne? Hallo. Nee, das kann ich da jetzt gerade nicht anbieten. Ich hätte gerne
Hä? Da ist er. Dann kaufe ich halt nur einen. Alles einmal reinschmattern. Jetzt habe ich wieder nicht umgeschaltet und nein, muss ich mich erst dran gewöhnen. Heute muss ich eh nochmal einzahlen. Jo, Wimpel, hau rein. Dass man nicht stirbt. Ja, jetzt kurzer Augenblick. Ich bin gerade noch am Futter, gell? Lass mich gerade noch kurz fertig kauen. Dankeschön, Dankeschön. So, diese Karte ist das Begehr. Abzug, Einzahlung. Und zwar alles, was da ist. 1, 2, 5, 3. Mehr wollen wir nicht, ne? Karte ist da. 2000 haben wir schon mal. Also die Batterie ist gewiss. Die Batterie ist gewiss. Der Sprit wahrscheinlich auch. Ich muss jetzt bloß erstmal kurz noch zum... Nicht zu dem hätte ich nicht gewollt. Du musst deine Dinger verkaufen, Bömble. Deine Militärsachen. General Fishing Armory. Wo ist denn der? Letztendlich bin ich hier noch wieder heim gewesen. Ne? Ich glaube, da hinten müssen wir. Irgendwie, wieso rennst du so? Es kostet alles Energie. Oben jetzt auch noch ein Schubkarten. Da ist auch noch ein bisschen Zeugs drin, falls du noch mehr verkaufen willst. So, Großer. Jetzt passen sie auf. Die Keule kriegst du auf keinen Fall. Ich fange mal unten an. Die bringt 600. Das bringt... Herde, ich mach das so, Leute. Wir gehen einfach nochmal eine Polizei looten dann. So. Und die kommt jetzt ausnahmsweise auf. Nee, die kann ich nicht verkaufen. Auf die Bank. Ah doch, ich habe 4000 Hammer. 4000 Hammer, das ist doch schon mal was. Alter, die wollte ich eigentlich auch verchecken. Jo. Was kostet mich das? Was kostet mich das Ding hier? Das Rinder. Lieber mache ich unterwegs Rast und Loot. So Leute, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt kaufen wir uns gleich mal, was wir brauchen. Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe bisher, ist das Reifenreparaturset. Ich vertraue darauf, dass von den 4 Reifen dann so viele funktionieren, dass wir weiterkommen, ja? 4600 haben wir. Plus ich habe noch das komplette Boot voll mit Mats. Das ist schon mal wichtig. Also, wir kommen da an. Wir haben 2 Autos oben in der City. Die bauen wir zusammen. Dann fehlt uns oben der Sitz. Den holen wir am Hafen. Die Reparaturkits habe ich dabei. Den Wagenheber habe ich dabei. Die Batterie und Sprit. Batterie, Sprit. So, mein Freund. Kostet 800. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Risiko, Fisiko, hä? Hier ist die Batterie. Ist gekauft. Und Sprit, weil ich einfach nicht weiß, wie es ausgeht, wie es läuft und weil ich hier gleich tanken will, weißt du? Ich krieg den nicht rein. Das habe ich probiert. Das geht nicht. Ich kann nur den hier. Das sind 10 Kilo, also ich nehme an 10 Liter. Den kriege ich irgendwie rein. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Irgendwo passt der rein. Hier passt er nicht wegen dem Gewicht. Ich glaube, hier habe ich ihn drin gehabt. Oh, ich zeige es euch. Nee, dann war das hier wegen Gewicht hier drin. Und das da... war im Rucksack. Ja, und die Keule. Ich muss raus. Das hier kann rein. Dann passt das. Die Keule nehme ich in die Hand. Den Hammer würde ich noch beim Militärtypi verkaufen. So. Jetzt sind wir wieder eine Ecke weiter. Ich gehe noch mal kurz zu ihm. Ich will dieses Ding loswerden, noch den Hammer. Den brauchen wir auch nicht. Und dann gehe ich jetzt einfach nach der Folge geschwind hoch, verkaufe den Rest. Das wäre dann unser Spritgeld bis hoch in die City. Je mehr Geld wir da haben, weil wir fahren einfach die ganzen Tanken an, die auf dem Weg kommen, dann müssen wir ganz wenig mit dem Rudern zu tun haben. So, Digga. Ich möchte gerne, dass du mir den Hammer abkaufst. Nur den Hammer. Der bringt auch nochmal, der bringt 900, wenn der aufrepariert ist. Gibt dir's.
Krass. Jetzt haben wir fast 4000 Spritgeld. So, das Einzige, was bis jetzt noch nicht verkauft ist, ist das da. Ich meine, ich kriege halt jetzt hier nirgendwo mehr was rein. Gell? Wir sind wirklich Kapazität. Deswegen habe ich auch das gute Gefühl, dass das klappen wird. Weil das wirklich, wirklich das allerletzte ist an Aktionen, was ich gedacht habe, was wir jemals machen. Liegt nichts mehr draußen, alles klar. Gut, dann sehen wir uns morgen. Jetzt pass auf, ich brauche mal kurz einen Plan. Wahrscheinlich hole ich euch erstmal zur Begrüßung hier oben raus. Kurz bevor ich hier anlege. Weil da werden wir tanken. Hier werden wir tanken. Dann fahre ich wieder die Bucht durch. Versuche dann aber ohne nochmal zu tanken hier reinzukommen. Hier ist auch eine Tankstelle. Das heißt, wir tanken hier nach. Nehmen unseren Sitz mit, die Kiste und alles. Dann fahren wir hier rüber vielleicht in die Bucht tanken. Und dann fahren wir hier hin tanken. Und von hier können wir beim Händler einen Zwischenstopp machen. Und dann müssen wir, hier können wir glaube ich auch nochmal irgendwo tanken. Und von da muss ich dann hier rüberlaufen in die City. Alles klar, ich ziehe das jetzt durch. Wie gesagt, heute und morgen, ich probiere das dann morgen natürlich alles so weit reinzukriegen, dass wir dann auch wirklich das in den zwei Folgen drin haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und alles andere kommt dann. Wenn das hinhaut und funktioniert, dann geht es für uns los. Ich bin gespannt, wie viel Knete wir insgesamt zusammenkriegen. Gut. Wir werden es erleben. Ich freue mich auf euch. Bis morgen.